Ja, da ist er auch schon. Ihr habt es geschafft, sehr gut. Aber hier reinzukommen war nichts im Vergleich zu dem, was noch erwartet. Die Zeit ist gekommen, den Meister der brennenden Klinge herauszufordern. Begibt euch ans Ende der Höhle, dort werdet ihr den Herausforderungsring finden und mit ihm die Meister, die auf ihn hinabblicken. Zieht das Schwert aus der Mitte des Rings, um eure Herausforderung auszusprechen. Mein Clan schätzt Ehre über alles und wird eure Forderung nach einem Gerichtskampf nachkommen. Als Preis werdet ihr mit eurem Leben von dann ziehen dürfen oder ihr werdet tot sein. Und außerdem gibt es einen tollen Gürtel. Wir sehen uns im Ring, zeigt einen ehrenvollen Kampf. Okay. Da kommt ein Fremdling. Ja, wir schleichen uns einfach mal vorbei. Ist das feige? Na. Sei mal dahingestellt. Da oben. Kommt, Druide, tragt eure Herausforderung vor. Wir werden euch erlauben zu kämpfen. Und zu sterben. Dieser Fremdling hat eine Herausforderung gestellt. Macht es nicht eher Sinn, ein Schwert reinzurammen, weil sonst muss man immer ein Schwert rumliegen haben? Dran, Ruck! Als unser Gast übertrage ich euch die Ehre des ersten Kampfes. Also, er ist vom Warsong Clan und wird dafür würdig befunden, dass er uns töten soll. Ich glaube, der wird noch sein blaues Wunder erleben. Aber macht auch nichts. Der reitet uns einmal quer durch die Insel. Aber das ist okay. Wir bekommen nämlich Leben wiederhergestellt, wenn er uns einfach nur hinter sich herschleift. Plattwehrer. Er war nur vom Kriegsim-Clan und hat ohnehin nicht gut gekämpft. Und jetzt wartet euch eine echte Herausforderung. Meine Enkel! Ihr habt ihren Vater da draußen getötet. Es ist nur angemessen, dass sie sich revanchieren können. Ja. So viel zum Thema fairer Kampf, 2 gegen 1 und so, aber daneben. Ja, du bist also ein. Na, der meint, er kam aus dem Hintergekommen. Römer ist auch platt. Ich habe hier wieder erste Hilfe auf Draenor bekommen. Ist das nicht toll? So, was? Ich werde euch eigenhändig töten. Zur Hölle mit der Ehre. Ja, dann nehmen wir hier mal unsere Fähigkeiten her, damit ihr ein bisschen schneller geht. Ihr habt keine Ehre, ihr werdet sterben. Ach, ich hätte den auch allein hingekriegt, aber vielen Dank. Und platt ist er. Und du bist Azuka Klingenwut. Aha. Hört mir zu, blendende Klinge. Gemäß des Aufstiegsrechts nehme ich Azuka Klingenwut, Dahl Tochter Gott, die Rolle der Kriegsherrin an. Es ist jedem Klarmitglied freigestellt, mich herauszufordern. Ihr Druide seid frei und könnt gehen. Sollten sich aber unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich euch töten. Und ihr hattet kein Recht, euch bei dieser Herausforderung einzumischen. Ihr bleibt ein Halbblut und ein Verbannter. Ihr seid der brennenden Klinge nicht würdig. Verschwindet und kehrt nie wieder zurück. Nee! Nee, ihr halt euch. Es will mir die brennende Klinge, die meiner nicht würdig ist. Meh, 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 meh. Genau. Mit anderen Worten, wir haben es geschafft. Und dann gehen wir jetzt wieder. Und jetzt mögen sie uns zwar vielleicht immer noch nicht, aber sie wollen uns nicht direkt umhauen. Und ja, hallo Phoenix, genau. Ja, dann glaube ich, können wir jetzt wieder zurückkehren. Frag mich immer noch, wo der zweite Teil von diesem Stab da ist. Warum ich diese Quests hier gerade so ein bisschen ignoriere, die anderen, ist, weil ich der Ansicht bin, dass die uns storytechnisch nicht wirklich weiterbringen. Natürlich, ja, wir würden XP kriegen und bla bla bla. Aber irgendwie,
möchte ich lieber was anderes erst machen. Also lieber storytechnisch weiterkommen. So, ich fürchte, es gibt Ärger. Meine Schwester Mirana ist als Speerin auf dem oberen Teil des Berges unterwegs, während ich den unteren Bereich ausspähe. Da sind insbesondere zwei Ogermagier, die im unteren Gebiet eine Menge herumkommandieren. Sie scheinen ein paar Befehle oder Schriftrollen bei sich zu haben, die uns dabei weit helfen könnten, herauszufinden, was da wirklich vorgeht. Besorgt diese Informationen und trefft euch mit meiner Schwester auf der langen Treppe dort oben. Okay. Und außerdem tötet 15 Krieger. So, es tut mir leid, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss jetzt kurz einmal da hochfliegen. Bin mir nicht sicher, welche Quest mich da erwartet. Aber falls es die ist, die ich denke, dass es ist, müssen wir die machen. Bin mir aber wie gesagt nicht sicher. Kann auch was ganz anderes sein. Ist das wieder so eine Arena-Quest? Ich weiß nicht mehr. Zu lang her. Nö. Tastes like chicken. Ist das die Arena-Quest? Ja, das wäre die Arena-Quest. Ja, die ist sicherlich interessant. Werden wir aber trotzdem nicht machen. Weil, ja, ich möchte in der Story noch was erreichen. Und erst wenn wir das erreicht haben, möchte ich so. Ah, jetzt kann ich die Belagerungsmaschine holen. Okay. Und erst wenn wir das erreicht haben, werde ich schauen, dass ich so schnell wie möglich Level 100 erreiche. Davor möchte ich aber noch was machen. Ich kann hier übrigens hinfliegen. Was ist hier? Ah, da ist dieser Renzo wieder. Okay. Ich tippe mal, das ist irgendeine Questreihe, die wir noch nicht haben. Das ist auch eine Questreihe, beziehungsweise Bonusquests, die ich gerade nicht machen will. Ich möchte jetzt hier zum Ring der Prüfungen. Und sehe gerade, hier gibt es einen Flugpunkt, drum schnappen wir uns den. So. Ring der Prüfung, Thron der Elemente, meine ich natürlich. Das wiederum können wir uns schnappen. Komm, geh weg. Geh weg. Geh weg. So, an Land kommt ihr eh nicht. Also, ich finde es schön, dass der kein Ausrufezeichen hat, aber wir haben hier ein Quest. Ich war weit entfernt von hier in Talador, als die Stimme nach mir rief. Ich sah mich um, doch ich war alleine. Wieder hörte ich die Stimme, wie ein Feind haucht durch meinen Verstand wehte. Ihr werdet am Tun gebraucht, flüsterte sie. Die Stimme bezeichnet sich selbst als Kalandrios und führte mich zu diesem Ort. Ich war noch nie zuvor hier, diese Zone hatte ich noch nie mit eigenen Augen gesehen, doch sie fühlte sich seltsam vertraut an, als wäre es vor langer Zeit einem längst vergessenen Traum passiert. Wir sollten die Zäune begrüßen und uns anhören, was sie zu sagen haben. When you are ready, we will commune with the great Furies. Mano ektar, my friend. A dark presence grows in the west. Gordog, the great earthen Fury, has gone missing. Without a Fury of Earth upon the throne, the elemental bonds that hold this world together weaken. The balance has been disrupted. The elemental plateau has grown unstable and must be purged. If left imbalanced, the elements will rage across this valley, tearing all life asunder. Your dog must be found and returned to the throne. The fate of the elements rests in your hands. You will have our aid. We will find the Fury of Earth and restore the balance. Come, speak with me. Ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll. Die Elemente finden sich nicht mehr im Gleichgewicht. Der große Zorn Gottwag ist verschwunden, muss wiedergefunden werden. Die Zorne scheinen ehrbar zu sein und tief in meiner Seele klingen ihre Worte wahr. Ich glaube, wir sollten sie unterstützen. Ja,
You must attune yourself with the elements. Ich fürchte, das ist doch nicht die Quest, die ich dachte. Hehe. Tschüss. Dann kehren wir mal zurück. Außer wir haben noch irgendwas, was ich gerade... Hier, Angriff. Das Ogre-Ding könnte interessant sein. Wo waren die Ogre? Da unten. Oh, außerdem gibt es hier ein 20-Slotback. Was habe ich für Slotbacks? 16. Ich will definitiv diesen 20-Slotback. Yay, 20-Slotback. Cool. So. Was gibt's hier? Ich glaube, da kommen wir nachher noch hin. Ich bleibe jetzt mal in der Reihenfolge, wie wir hier eigentlich wirklich gehen sollten. Also mal wieder zurück. Aber der Bag war, ist ganz angenehm. Drum setze ich den jetzt mal hier rein. Irgendwie muss ich ihn da reinsetzen. 20, 18, 18, 16. Passt. Ich mag das, wenn die sortiert sind nach Größe. Gut. Also, Quests abgeben. Oh, wir sind nicht mehr erholt. Sehr schade. Großen Gefallen. So etwas vergessen wir nicht. Lasst uns was trinken. Typisch Zwerg. Großer Sieg über den Clan der brennenden Klinge. Die neue Kriegsfürstin Asuka scheint eine mächtige Gegnerin zu sein. Wir müssen sie und ihre Klingenmeister im Auge behalten. Never back down. Und wir haben Stufe 99. So, also zwei Storylines haben wir damit. Dann schauen wir mal, was ist da noch für eine. Da ist wieder der Kerl, den wir als neuen und Vasallen haben. Das stört mich immer noch, dass mir das nur wieder weiterhin angezeigt wird. Ich streame noch mindestens bis ich Level 100 bin und hier eine gewisse Questreihe fertig habe. Also bis, denke ich, 24 Uhr wird es schon werden. Oh, da ist der Speer, den können wir uns mal schnappen. Gibt immerhin 75 Gold. Wie ich sowas toll finde. Okay, also was müssen wir hier machen? Wir sollen irgendwelche Angriffsbefehle finden und Sachen töten. Und nebenbei sollen wir auch noch Kisten mit Forschungsmaterial zerstören. Das kriegen wir hin. Fangen wir mal an, umzuhauen. Und dann schauen wir weiter, was hier genau ist. Es ist wahrscheinlich drinnen. Ja, da ist Hugok und der hat natürlich seine Befehle. Ja, okay. Das macht Sinn. Aber meine Forschungen... Und dann brauchen wir noch den anderen Kerl. Der ist auf der Rückseite. Und zwar hier. Ich werde unsere Brecher noch stärker machen. Ja, darum halte ich dich ja auf. Sehr schön. Gut. Die zwei Sachen hätten wir. Beziehungsweise die Sachen hätten wir. Brauchen wir jetzt noch drei davon und dann noch ein paar umhauen. 14 Stück, um genau zu sein. Eins. Zwei.
Okay, da noch 12 zu umzuhauen wird doch ein bisschen länger. Dann hätten wir das erfüllt. Ich bin gerade etwas irritiert, dass wir hier noch so einen Streifen eingebaut haben, der überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Wenn sie meinen. 9 Stück noch. Mal wieder 2 auf einmal. Vielleicht sollte ich mich mal wieder auf einen konzentrieren. Der Crit war gerade wichtig. Gut, ich hätte mich auch einfach mal so heilen können. Gut, wie viel sind es noch? 6? Ich dachte vielleicht noch 4, aber. Dann halt noch 5. Ja, gut. Irgendwas hat entweder nicht gezählt oder ich habe mich verzählt. Kann beides sein. Ja, kaum kann man fliegen, ist natürlich das Einsammeln deutlich einfacher. Mit anderen Worten. Blade Bracer, die brauchen wir nicht. Dann lass man mal in Ruhe. Kampf verwickelt? Mit wem denn? Ist doch niemand. Wahrscheinlich doch mit dem Kerl, weil wir irgendwie zu nah dran waren oder so. So, jetzt hätte ich gern noch einen einzelnen Gegner. Nehmen wir den hier. Gut, dann hätten wir die Quests auch abgeschlossen. Und irgendwo da oben müssen wir die abgeben. Ist das? Stärkering, brauchen wir nicht. Unten, nicht oben, da. The Naru have not forgotten us. Also, belastende Unterlagen. Einmal neue Füße. Direkt anziehen. Tolle Befehle. Und als nächstes gebietet Großmeister irgendwas Einhalt und außerdem zerstört das Portal. Also das ist das Portal. Okay. Heilen nicht vergessen. Und auch hier sollten wir aufs Heilen achten. Und dann das Portal zerstören. Okay. Das wäre erledigt. Dann gibt es auf der anderen Seite noch diesen Boss. Den wir angreifen, indem wir uns davor schnell heilen. Und dann einmal das hier. Und dann Attacke voraus. Die Zeit anhalten. Wow. Was? Ich soll meine Forschung abbrechen? Nö, nö.
der hat sich jetzt wohl irgendwie auch einge... Was auch immer der gerade macht. Bin mir nicht ganz sicher. Keine Windmagie, was? Und der haut einfach ab. Okay. Dann halt nicht. Dann töte ich dich halt nicht. Klingt etwas komisch. Ja, der kommt wahrscheinlich dann in, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder in einem Dungeon als Endboss oder sowas auch wieder. Wie auch immer, wir können diese Quest auch abgeben. Wir hätten mal da vielleicht einen Ruhestein legen sollen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Irgendwas fertig? Ja, tatsächlich. Dann, wenn ich dran denke, lege ich jetzt direkt mal den Ruhestein. Und wir kriegen diese tolle Hellebarde, die wir für schicke 43 Gold verkaufen können. Dieser Teufelsbrecher klang ziemlich zäh. Gut, dass es nur wenige davon gibt. Ich habe bei Regla gute Arbeit geleistet. Nee, ihr habt gute Arbeit geleistet. Aber ich bin sicher, dass er sich jetzt wieder in Hochfels verschanzt hat. Immer muss ich besser früher als später um die Hauptstadt der Oga kümmern. Verteidigerin Irel ist mit dem Großteil unserer Truppen gen Norden gezogen. Sie errichtet einen Vorposten am Himmelsweisenfluss. Sie wird sich freuen zu erfahren, dass wir bereit sind, gegen Grommashar zu ziehen. Außerdem könnte sie gegen die Orks vom Kriegsfirmenclan in Lokrath sicher eure Hilfe gebrauchen. Ja, das klingt gut. Das klingt nach dem, was ich vorhab. So, Nachschub, Unterbrechung, wunderbar. Vielen Dank. Und tschüss. Ja, ich werde jetzt doch nicht den Wegpunkt dahin legen, weil wir das... Moment, Agiprock? Klingt doch nicht schlecht. Ja, habe ich noch. Ha. Da habe ich wieder. Sehr gut. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich Berserker schon wieder einsetzen kann. Setze ich nämlich irgendwie viel zu selten ein. Von daher schön, dass es mal wieder bereit ist. Gut, also dieses Trinket, wo haben wir es denn? 118 Tempo. Und Chance auf... Ja komm, ist es vom Gegenstand Stufe höher, dann wird es besser sein. Ich rechne mir das ja jetzt nicht beim Leveln aus, was besser ist. Stärkering Maginet oder Braurinet. Ja, und die Sachen, die blende ich jetzt zumindest mal aus, wenn wir irgendwie durch sind mit dem, was ich machen will und dann nochmal Quests brauchen sollten, werden wir sowas wieder machen. Bis dahin aber erstmal nicht. So, also, hi, Irel, wir sind da. Na, es tut gut, euch zu sehen, Kommandant. Als wir hörten, dass die Garavisionskaverne zerstört wurde, nun ja, ich befürchtete das Schlimmste. Welche Neuigkeit bringt ihr von der Teilerstation? The Prophet's faith was not misplaced. Genau, also, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt eine gute Nacht. Wir haben Lokrath bereits eingenommen. Die Verteidigerin erstarrt vor Stolz. Moment, Verteidigerin, dann ist sie eine Angreiferin. Unsere Soldaten haben viele Krieger des Kriegsfirmenclans gefangen genommen, auch ihren Anführer Uruk Feinspalter. Die Ehre, seine Kapitulation zu akzeptieren, ist ganz die eure. Sie warten auch drinnen auf euch. Victory. Watch yourself, Commander. Despite our victory. I have a bad feeling about this. Got a bad feeling about this. So, hier ist, glaube ich, der Gastwirt. Dann. What can I get for you? Wenn wir das hier einmal machen. So, wo sollen wir hin?
nach da drüben. Sprecht mit Kerl in Kerlix Heim. Das werde ich übrigens auch ausblenden. So, also hier haben sie sich alle ergeben. Yeah, right. Ich glaub's ja. Das Ding ist bereit für euch. Kommandant Jodarion, Uruk Feindbauer schaut dich an und grinst. Kapitulationsbedingungen. Lasst mich nachdenken. Glaubt ihr wirklich, der Warsong Clan wäre so leicht zu besiegen? Ein kratzendes Geräusch wie von einem Messer auf einem Seil ist zu hören. Ich bin eure jämmerliche Allianz schon jetzt leid und dabei seid ihr gerade erst in meinem Heimatland eingefallen. Das Geräusch wird deutlicher, während euch Uruk Feindspalt in die Augen blickt. Es gibt keine Kapitulation. Der Kriegshymnen-Clan unterwirft sich niemanden. Ihr seid genau in meine Falle gestolpert, Kommandant. Warsong Clan! Zum Angriff! Die eiserne Horde hat Lokrath mit Kriegsmaschinen aus dem Eisenfausthaufen versorgt. Sie werden nicht lange brauchen, um Jirel Wacht den Boden gleich zu machen. Jemand muss die Kriegsmaschinen ausschalten. Wer dieser jemand wohl ist? Das ist das Rückgrat der Armee, die wir gegen Gormash Hellscream und Gormasha schicken wollen. Wenn sie nicht kapitulieren, bleibt uns keine andere Wahl, als den Kriegsklan zu eliminieren. Tötet 10 feindliche Soldaten. Gut, dann los geht's. 10 Stück ist ja mal ein Wert, mit dem man anfangen kann. Und hier gibt es auch nochmal irgendwas. Hier liegt der bleiche Körper eines gefallenen Soldaten. Blutige Spuren führen von der Leiche zu dem Höhleneingang im Norden. Dem Heulen und den Spuren eines Gemetzels vor der Höhle nach zu urteilen, muss sich etwas wahrhaftig Furchterregendes dort drin aufhalten. Was könnte das nur sein? So, 1. Platt den Hund. Oder das Hündchen, um genau zu sein. Und haben sein tolles Halsband auch mitgenommen. 598. Langsam kommen wir ja skilltechnisch in Draenor an. So, da ist Nummer 2. Der Kriegsmaschine. Was bist du? Platte, Kette brauchen wir nicht. So. Und ich glaube, ihn müssen wir immer noch töten. Oder dürfen wir immer noch töten. 4 haben wir jetzt. Und er ist da. Der Warsong Clan wird sich niemals ergeben. Ja, dann halt nicht. Dann hau ich dich einfach so. Das ist vollkommen okay. Ist überhaupt kein Problem. Mach ich sehr gerne. Vielen Dank der Nachfrage. Will ich hier eigentlich alles? Ah, Meisterschaft erhöht und sonst was. Die ganzen Trinkets haben geprockt. Das ist ein guter Tod. Wenn du das sagst. Haben doch tatsächlich noch 2 Soldaten überlebt. Hier stehen sie. So, 4 brauchen wir noch von den Heinseln. Na komm schon. Kämpft ihr eigentlich auch oder steht ihr nur? Hm.
man sich wohl nicht so ganz einig, was sie vorhaben. Gut, dann hätten wir das hier alles erledigt. Dann können wir, denke ich, zurückkehren. Ja. So schaut's aus. Also, danke, Kommandant. Ich war sicher, wir wären erledigt. Bedauerlich, doch ich habe Verständnis für den Stolz des Warzone-Clans. Ich würde auch niemals kapitulieren. Legen wir auch direkt an. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das ist das Hausband des Tieres. Ich habe sein Heulen bis hierher gehört. Und ich bin froh, dass ihr der Falle lebend entkommen konntet. Sehr schön. Wunderbar. Da ihr Anführer tot ist, wird der Rest des Krieg Warzone Clans leichter zu besiegen sein. Sobald das erledigt ist, ziehe ich unsere Soldaten aus Lokrat ab und marschiere nach Grommashar. Wenn ihr zur Telari-Station zurückkehrt, könnt ihr dann bitte Darkhan informieren. Dieser kleine Irel versucht sichtlich ihre Fassung zu bewahren. Talin Schwarzamboss hat uns eine Lieferung geschickt. Eigentlich sollte sie Maschinenteile enthalten, doch als wir eine der Kisten öffneten, schlüpfte stattdessen ein Guan-Baby daraus hervor. Wisst ihr, wie zerstörerisch die Viecher sind? Und natürlich hat das eine Baby sofort seine Artgenossen aus den anderen Kisten befreit. Wollt ihr mir bei meiner Rache helfen? Aber die sind so süß. Warum mache ich das eigentlich? Naja. Mal ein bisschen Abwechslung und Sachen einsammeln. Komm. 6. 7. Da komme ich wohl nicht ran. 8. 9. 10. Das ist respawned. Das läuft im Kreis. Und ich erwische es trotzdem nicht. 13. 14. Eins noch, da sind noch welche. 15. Hervorragend. Verteidiger winkt euch näher heran, damit ihr euch beratschlagen könnt. Wir werden uns bei dem kleinen Stinker revanchieren. Steckt die Guan-Babys in eine der Tragekörper und überbringt Talin eine ganz besondere Lieferung. Gut, dann machen wir das doch mal. Also, wir sollen zurückkehren. Werden wir sehr gerne machen. Wie sieht es hier aus? Logisch. Ja, hier. 4 von 4, 8 haben wir. Also die Hälfte. Und das ist, ja, könnt ihr euch ja denken, das ist das Ding, worauf ich gerade die ganze Zeit spekuliere. Und ich hoffe, dass das jetzt als nächstes kommt. Oder als eins der nächsten zumindest. Gute Nacht, Phoenix. Wärt ihr nicht nach Lokrath gegangen, hätten unsere Truppen eine schreckliche Niederlage erlitten. Es tut mir leid, dass ich euch eine Falle gestellt, dass euch eine Falle gestellt wurde. Ich vermute, ihr habt inzwischen einen gewissen Ruf. Die Zeit ist gekommen, Kommandant. Ihr habt alle Verbündeten und Spitzpunkte des Warzone-Clans ausgeschaltet. Unsere Truppen sammeln sich vor den Toren von Grommashar. Die Rangari haben glaubwürdige Informationen, dass sich Garrosh innerhalb der Festung des Warzone-Clans befindet. All unsere Bemühungen gipfeln in diesem einen Moment. Lasst uns Garrosh ausschalten. Okay, machen wir. Dürfen wir wieder zurück. Und Talin, guck mal hier. Halt ein, Jodan, lasst uns nicht überstürzen. Ich höre doch, was in dem Mail da steckt. Das war nur ein harmloser Scherz. Tut mir das bitte an. Nicht an, bitte. Halt nicht aufmachen. Okay, was haben wir hier?
Ja, das ist der Ring der Prüfungen und bla bla bla. Ist ja alles ganz nett. Viel interessanter ist... wo müssen wir hier hin? Da lang. Okay. Das ist eine der interessantesten... Oder, ja, was heißt... Das ist mal wieder storytechnisch eine sehr wichtige Reihenfolge. Drum werde ich hier auch wieder alles lesen. Oder drum habe ich auch hier schon letzte Zeit wieder viel gelesen. Nicht nur übersprungen. Also, die Hauptstadt der... wow! Ja, die Hauptstadt der... das Warzone Clans. Was habe ich hier? Anvisiert für Eliminierung. Okay, also mit anderen Worten, wir können nicht rumfahren. Wir müssen zu Fuß gehen. Wie wir sehen, wir sind in einem Szenario. Also, das zeigt doch wieder, es ist wichtig. Irel, lasst uns da dieses Tor aufspringen und Gromasha einnehmen. Ich weiß nicht, warum die alle weiter... Ob ich der einzige Depp bin, der hier stehen bleibt und der Rest einfach kämpft, oder... Aber, ja, kann man ja mal machen, nicht? Bleiben wir doch mal in ihrer Nähe. Genau, jetzt sei hier. Die macht nämlich viel mehr Schaden als ich, was ich ziemlich unfair finde. Eigentlich sollten wir uns durchschleichen. Also ja, wir prügeln uns hier in die Schlacht rein. Ich glaube, man hat es verstanden. Blood and Thunder. Au. Ich will nicht zurückschleudern, das ist doch doof. Da kommen die Belagerungsmaschinen auch. Oh, heilt sie mich jetzt? Oh, das ist aber nett. Das ist aber sehr nett. You bring news? Hier, ich... Was? Irel und ich werden den Hauptteil unserer Streitkräfte nach Süden über diese Barriere führen. Süden ist da. Ich würde vorschlagen, dass ihr in der Zwischenzeit mit den restlichen Soldaten für ein Ablenkungsmanöver Richtung Westen zieht. Das wäre dann da. Da stimme ich zu. Durch einen Flankenmanöver gewinnt ihr die Zeit, die ihr braucht, um den Großteil unserer Streitkräfte näher an Garrosh heranzubringen. Warum spreche ich eigentlich, wenn ich mich spreche, mit anderer Stimme? Also wir sollen Rattenkommandant besiegen. Rottenkommandant. Ich hoffe, ich kriege Unterstützung. Gerade wäre ich aber eigentlich nur beschossen. Kann ich mich jetzt tarnen? Ha, ja, kann ich. Komme ich jetzt hier durch? Watch out, Wolf Riders! What's wrong? Run them down! Vielleicht hätte ich die erst töten sollen. Aber ihr wisst ja, what could possibly go wrong? Kann sich mal wehren, die Wolfsreiter. Guck mal, ah, geht doch. Ja. Ey. 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 ja. Der war mal wieder unfair. In Szenarios wird man übrigens wiederbelebt direkt am Friedhof, meistens. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder vom Pferd runtergeschleudert. Ich hätte vielleicht mal unsere Belagerungsmaschine nehmen sollen, die aber noch gar nie probiert. Au.
Eigentlich. Machen wir es so. Auf jeden Fall, wir haben ihn besiegt und das ist das Wichtigste. Das heißt, das müssen wir nicht nochmal machen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Auf welchem Hügel? Leap from your caves, my wolves. Ich vermute mal hierhin. In dem Fall ist es mir wieder vom Vorteil, dass wir getarnt sind. Sonst müssten wir uns hier durchprügeln. Habe ich aber keine Lust drauf. Ja, das hat ja gut geklappt. In dem Fall ja nicht. Ach, die spawnen einfach neu. Ist ja natürlich auch nett. Ah, die machen die Höhlen zu. Ja, das ist gut. Vielleicht eine sinnvolle Idee. So, da drüben muss ich, glaube ich, hin. Ich habe immer noch keine Lust, mich durchzukämpfen. Drum machen wir das immer noch so. Hallo, ob wir wollen oder nicht, Dakan ist gerade von der Erkundung der Gegend von uns zurück. Moment, die greifen mich ja wirklich an. Die beiden haben auch irgendwie Spaß. Sag mal. Irgendwie machen die teilweise extrem Schaden. So. Darf ich jetzt weiterreden? Danke. Dakan ist gerade von der Erkundung der Gegend vor uns zurück. Der Bericht wird euch wahrscheinlich nicht gefallen. Und wir wollen oder nicht, wir müssen weiter. Also, wie ist die Situation? Bad News, Commander. They've enslaved Durn, the Hungerer. We have to go through the beast to get to Gerosh. Durn war ein ein Elite-Kerl, der in Burning Crusade rumgerannt ist. Brauchte 5 Mann oder sowas. Ah, hier. Ja, bin ich auch dafür, dass wir erstmal die anderen Kerle drumherum platt machen. Und in dem Fall kriege ich ja Hilfe. Jetzt? Ich vermute mal, ich soll ihn angreifen. Ich mach, glaube ich, die mal platt. Weil irgendwie sonst keiner. Oh, was? Heilsalbe. Coole Sache. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die hätte ich gern öfter. What is happening to this world? Ja, wo darf ich jetzt mit dir sprechen? Wahrscheinlich da unten irgendwo. Gut, dann wären wir, wenn ich das richtig sehe, am letzten Tor. Hinter diesen Toren sitzt Gerosh auf seinem Thron. Auf diesen Augenblick haben wir hingearbeitet, Jodarion. Sobald ihr den Befehl gebt, werden wir beide ihn stellen und es zu Ende bringen. Gebt den Befehl, zerstört die Tore und bringt uns da rein. Come, Draenei Witch. I'm waiting.
I need you and our forces to stay here. Buy us the time we need to deal with Gerosh. Whatever happens, Marad would be proud of you. Blow open these gates! So, davor müssen wir noch an ein paar Leuten vorbei. Ja, also, nachdem er uns seit 3 Erweiterungen geärgert hat, dürfen wir ihn jetzt endlich konfrontieren. Wir und gegen ihn in seinen 2,5 Millionen. Das klingt fair. Ich finde es auch schön, dass sonst niemand in diesen Kampf eingreift. Ich stelle mich da mal rein. Nee, eigentlich wollte ich dich nicht anklicken. Warum? Ah. So, Herosch! Siehst du mal, wie stark ich bin? Ich hau dich voll um. Ich bin mir sicher, sie macht mehr Schaden als er, als ich. Irgendwie dauert das ziemlich lang. Answer for your crimes, Gerosh. Strength of a true warrior. I do
do not rely on strength alone, Garrosh. My power is all around you. Chose your own destiny. Ja, und somit haben wir das Ende von Garrosh gesehen. Es ist vorbei. Der Warsong Clan ist zerschlagen. Garrosh Hellscream ist endlich tot. Ich spüre, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Grommash Rache üben wird. Und wir kriegen einen tollen neuen Kopf. And take out the Blackrock Foundry. Perhaps we should deprive them of their allies. The ogres here in the Grand are vulnerable now. Good plan. Now, let's get moving. Ja, hier alle wichtigen Leute mehr oder weniger mal wieder versammelt. Hier irgendwo, da oben, da hat die Schlacht stattgefunden. Hier sind die Überreste von Garrosh und hier können wir auch dann, also Blutschrei, seine Waffe, könnten wir uns den Kampf neu angucken. Ja, finde ich toll, dass man sowas irgendwie jetzt mal in der Welt sozusagen platziert hat. Fand ich gut gemacht. Ja, das war im Prinzip, wie gesagt, der Abschluss einer langen Geschichte, die sich durch mehrere Expansionen gezogen hat. Mit dem Beginn Cataclysms hat ja Thrall eben die die Führung von Thrall übernommen. Als Warchief der Horde, nachdem Thrall eben meinte, er muss sich darum kümmern, die Welt zu restaurieren und hat nicht die Zeit da, sich um die Horde zu kümmern. Thrall war ja immer einer, der im Prinzip eigentlich kein Kriegstreiber war, sondern halt versucht hat, natürlich die Horde zu beschützen und voranzutreiben. Aber niemals irgendwie aggressiv gegen die Allianz gearbeitet hat. Also er hat jetzt natürlich auch nicht gesagt, ja, ist mir wurscht, Allianz, ihr dürft machen mit uns, was ihr wollt. Aber er ist jetzt auch nicht aktiv hingegangen und hat sie angreifen wollen. Garrosh hat das Ganze ziemlich anders gesehen, als er dann die Leitung hatte, und hat einen deutlich aggressiveren Kurs, ja, wie man gemerkt, hey, gesehen hat, gefahren gegen die Allianz und hat eben die Taten von Thrall, die vorherigen Aktionen, eher ihm als Schwäche ausgelegt. Und ja, das ging dann eben in Cataclysm los. Das ist einfach schon allein der Umbau mit Ogrimmar, dass in gewissen Bereichen nur noch Orks und Tauren erlaubt waren, weil sozusagen nur die Starken für die Verteidigung von Ogrimmar
geeignet waren und so, solche Sachen. Also im Prinzip, selbst innerhalb der Horde kam schon so ein bisschen Rassismus, kann man es fast nennen, durch. Du kommst da. Wie viel Leben hast du? Weniger. Genau, und in Pandaria ging das Ganze ja weiter. Wenn ich mich recht ersinne, da bin ich mir nicht mehr ganz... Da ist noch ein Bandit. Nein, spawn die einfach neu. War es dann auch so, dass als sich rausstellte, wie Garrosh die Horde führen will, Kane Bloodhoof, also der Häuptling der Tauren, ihn dann zu eben genau dem Duell herausgefordert hat, was jetzt auch mit Thrall gemacht wurde. Nur in dem Fall hat Garrosh beschissen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und zwar hat er eine vergiftete Waffe genommen. So dass, obwohl Kane ihm deutlich überlegen war, er am Schluss trotzdem gewonnen hat. Weil eben Kane vergiftet wurde, verwundet wurde, schwach wurde und somit gestorben ist. Dann hat er ja in Pandaria ein Attentat auf Vol'jin durchführen lassen, was gescheitert ist. Also Vol'jin, der Chef der Trolle. Und in dem Moment, als das dann rauskam und Vol'jin ihn überlebt hatte, kam es dann wirklich zu der, der Spaltung zwischen der Horde, die ja sozusagen die Spieler angehört haben, und der echten Horde, wie sie sich genannt hat, was sozusagen die Fraktion war, die hauptsächlich aus Orks bestand, die eben noch Garrosh die Treue gehalten haben. Wir haben es dann gesehen, Ende Pandaria, der Endboss war Garrosh. Er wurde gefangen genommen, sollte in Pandaria vor ein Tribunal gestellt werden. Das Ganze ist, diese Geschichte ist dann in einem Buch zu lesen, also das war nicht mehr im Spiel. Wurde da befreit. Ich weiß nicht, leider gerade nicht mehr von wem. Ich glaube, es war irgendein schwarzer Drache oder irgendwie irgendwas Drachenmäßiges. Nicht schwarzer Drache, es müsste ein bronzener Drache, weil bronzene Drachen können Zeit manipulieren, gewesen sein. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wurde eben hier nach Draenor durch die Zeit gepackt, um eben die Geschichte rückgängig zu machen. Und ja, hier waren wir und endlich ist Garrosh Geschichte. Ja, also ich finde es in dem Fall echt schön, dass solche Sachen sich durch mehrere Expansionen ziehen. Dass es nicht so ist, okay, Expansion, alles was jetzt war, ist vollkommen egal, sondern geschichtlich weitergeht. Das ist in dem Fall ja auch so mit der Burning Legion, beziehungsweise mit der nächsten Expansion, aber da werden wir noch genauer drauf kommen, sobald wir jetzt hier Level 100 sind. Leider sehen wir viele Sachen einfach aus dem Grund nicht, weil wir kein Raid haben. Also, was sie da vorher erwähnt haben mit der Blackrock Foundry, das ist ein Raid, einer der ersten, glaube ich so zumindest. Ich war tatsächlich nie drin. wie gesagt, in Draenor hat meine Raid-Erfahrung einen absoluten Tiefstand angenommen. Oder auch, wie gesagt, ich war kein einziges Mal drin. Flinthaut? Was ist ein Flinthaut? Nö, nee, brauche ich nicht. Okay. Ja, aber wir sind, wie gesagt, mit storytechnisch so weit durch, was ich zeigen wollte, konnte. Im
Tanan-Dschungel gäbe es noch ein bisschen mehr Story. Also, du hast zu viele Leben, oder? Ja, vielleicht kriege ich dich. Nee. Hier. Aber das ist ein reines Level 100-Gebiet. Da geht die Story dann noch mal ein bisschen weiter. Aber es ist unsinnig, dass wir da jetzt groß noch was machen. Von daher, storytechnisch sind wir zumindest von meiner Seite her durch die Erweiterung durch. Dementsprechend werde ich jetzt schauen, dass wir so schnell wie möglich Level 100 jetzt erreichen. Um dann beim nächsten Mal, wie gesagt, mit Legion beginnen zu können.